Besteht der Schwanz eigentlich aus Haut oder ist das nur Knochen? Da ist Knochen drin und Muskel drumherum. Es ist noch ein Teil der Wirbelsäule, die Schwanzwirbel sind da drin, ne? Zumindest am Anfang. Lass mal rauskommen. Schulbahnhof ist erstmal ein außerschulischer Lernort, der die Dinge bieten soll, die an der Schule nicht da sind. Es ist eine schulische Veranstaltung, also eine Klassenfahrt, die hier betreut wird. Und Sinn der ganzen Sache ist es, den Kindern halt landwirtschaftliche Zusammenhänge, Kreisläufe, Nachhaltigkeitsthemen näher zu bringen. Agrobiodiversität, also verschiedene Tierarten, Tierpflanzen in der Landwirtschaft, dass sie sich an Tiere rantrauen, dass sie Sachen erkennen, wo kommt das Fleisch her, wo kommt das Leder her, wie werden die Tiere gehalten, was ist wichtig, wie muss das Futter sein. So ganz einfache Sachen eigentlich, die eben viele Kinder nicht mehr wissen oder selbst im Sachkundeunterricht teilweise eben nicht abgearbeitet werden können. Fällt euch so auf Anhieb noch was anderes ein, was man aus Milch herstellen kann? Kakao, genau, leckerste Form von Milch. Noch was? Käse. Käse, richtig. Noch was? Butter. Da sagt schon einer oben. Jawohl, ganz prima. Guck mal. Jedes Kind kann halt zeigen, was es kann oder was es in der Schule haben sie so ihre Rollen und sie ist auch immer der gleiche Ort. Und hier, und einige Dinge werden dort gar nicht abgefragt, aber hier können die Kinder eben zum Beispiel auch mal zeigen, dass sie Mut haben oder dass sie sich trauen was oder dass sie handwerklich begabt sind. Besonders gut hat mir gefallen, dass es, also dass wir mit den Sensen arbeiten durften. Jetzt den Hüttenkäse machen. Das wird dann für die Tiere.